Hallo, mein Name ist Lars Bobach. Ich möchte Ihnen heute die Grundlagen von Trello näher bringen. Dazu stelle ich Ihnen auch zwei Beispiele aus meiner unternehmerischen Praxis vor. Trello ist eine Organisationssoftware, die Sie frei nach Ihrem Gusto einrichten können. Es ist webbasiert, das heißt, es läuft in Ihrem Browser und alle Daten werden auch im Internet abgespeichert. Man muss sich anmelden auf Trello.com. Wenn man sich angemeldet hat, erscheint dieses Bild. Das ist jetzt das Bild, das erscheint, wenn ich mich anmelde. Und hier sind alle meine Boards, meine Pinnwände, die ich über Trello organisiert habe. Um das zu erklären, lege ich jetzt einfach mal ein neues Board an, nenne das Online-Marketing. So, gehe auf Create und schon ist das neue Board, die neue Pinnwand angelegt. Trello organisiert auf einer Pinnwand alles in Listen. Standardmäßig legt Trello drei Listen an: To-Do, Doing und Done. In diese Listen werden Tasks oder Aufgaben, Trello nennt sie Cards, hinzugefügt. Je nach Status dieser Cards oder der Aufgaben kann ich sie den einzelnen Listen zuordnen. Auf der rechten Seite der Pinnwand sehe ich das Aktivitätenmenü, das heißt alles, was auf dieser Pinnwand passiert, und ich sehe, welche Mitglieder dieser Pinnwand zugeordnet sind. Um zu sehen, wie Trello funktioniert, werde ich jetzt einfach mal eine neue Liste anlegen. Was mir nämlich hier auffällt, mir fehlt die Liste Ideen. Ich sammle gerne meine ganzen Ideen in einer Liste, bevor ich daraus dann wirklich eine Aufgabe, eine Task mache. Also lege ich hier mal die neue Liste Ideen an. So, schon passiert. Die Liste steht jetzt natürlich vom Workflow an der komplett falschen Stelle. Die gehört natürlich ganz nach vorne. Also nehme ich mir die Liste mit der Maus und schiebe sie einfach nach vorne. Das geht bei allen Dingen in Trello so. Ich kann alles mit der Maus greifen und verschieben. Aber dazu sehen wir gleich noch mehr Beispiele. Legen wir jetzt mal eine neue Karte, in dem Fall eine neue Aufgabe an. Im Online-Marketing würde sich anbieten, hier eine Aufgabe in die To-Do-Liste aufzunehmen, zum Beispiel Kampagnenstruktur AdWords muss erstellt werden. So, schreibe ich hier rein, gehe auf Add und jetzt kann ich sofort die nächste To-Do anlegen, also die nächste Karte. Mache ich aber nicht, ich gucke mir jetzt erstmal die Karte AdWords genau an. Auf einen Blick sehe ich hier die ganzen Aktivitäten, die mit dieser Karte stattgefunden haben. Ist noch nicht viel, ich habe bisher nur diese Karte angelegt. Und rechts, welche Funktionen ich damit ausüben kann. Wir wollen jetzt als allererstes aber mal einfach nur eine Beschreibung der Karte hinzufügen. Hier gebe ich die Information ein, die später als allererstes für alle, die diese Karte aufrufen, ersichtlich ist. Als nächstes legen wir eine Checkliste an, also eine Liste mit Punkten, die hinterher abgehakt werden können. AdWords sollen nach Produktgruppen organisiert werden, also nenne ich die Checkliste mal Produktgruppen. Und dann füge ich der Liste noch drei Elemente hinzu. Handelt sich hier um einen Stahlwarenhandel, also gebe ich mal die drei Hauptproduktgruppen dieses Stahlwarenhändlers an. So, Checkliste ist erstellt, die kann ich hinterher abhaken. Ich könnte Due Dates noch hinterlegen, machen wir aber nicht. Wir fügen lieber mal ein neues Mitglied unserer Pinnwand hinzu. Kann ich über das Suchfeld Mitglieder suchen. Da ist auch schon der Daniel, den ich da hinzufügen möchte. Und dieser Daniel, der soll sich jetzt um diese Kampagnenstruktur kümmern. Und jetzt kann ich wieder mit der Maus den Daniel nehmen, schiebe den auf die Karte und schon habe ich ihm diese Aufgabe zugeordnet. Um den Status dieser Aufgabe jetzt zu ändern, schiebe ich sie einfach in die nächste Liste von To-Do auf Doing. Hier auch wieder mit der Maus ganz einfach verschieben. Zu dieser Aufgabe hat jetzt eine Besprechung stattgefunden. Das Besprechungsprotokoll dazu nehme ich einfach mit der Maus und schiebe es auf die Karte. So, jetzt habe ich es der Karte zugeordnet und es ist für jeden ersichtlich. Änderungen, die ich mit dem Kunden bespreche, schicke ich nicht per E-Mail rum. Ich öffne die Karte, schreibe eine Telefonnotiz in das Kommentarfeld. Und somit ist jeder, der sich mit diesem Projekt oder dieser Aufgabe beschäftigt, auf dem aktuellen Stand. Um zu sehen, was auf der Pinnwand in letzter Zeit passiert ist, ist auf der rechten Seite das Activity-Feld. Hier werden alle Aktionen auf der Pinnwand gespeichert und angezeigt. Einen guten Überblick gibt auch auf der Karte selber die Icons. Hier sehe ich den aktuellen Stand jeder Karte auf einen Blick. Wie sieht denn jetzt so eine
Pinnwand aus, wenn wirklich richtig professionell damit gearbeitet wird. Als Beispiel hier mal die Pinnwand einer Online-Marketing-Agentur. Anders als in unserem vorherigen Beispiel sind hier die Karten keine Aufgaben, sondern Kunden. Das heißt, jeder Kunde ist eine eigene Karte. Abhängig davon, in welchem Stadium der Kunde sich befindet, wird er den Listen zugeordnet. Das heißt, von der Akquisephase bis hinten hin zur Optimierungsphase kann ich den Kunden dann entsprechend verschieben. Ein anderes gutes Beispiel ist die Pinnwand meiner Abdichtungsfirma Isotec. Hier sind die Karten unserer Aufträge. Jeder Auftrag ist eine Karte. Und die Liste ist den einzelnen Teams, die diese Aufträge abarbeiten, zugeordnet. Die Karten werden im Pool ganz links gesammelt und vor der Abarbeitung werden sie zu den Teams hinübergeschoben. Jedes Team fügt dann Informationen und neue Fotos etc. den Karten hinzu. So, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte Ihnen Trello in den Grundzügen ein wenig näher bringen. Hier nochmal das Wichtigste zum Schluss. Trello ist kostenlos in der Basisversion. Es ist webbasiert, es läuft im Browser und alle Daten werden im Internet auf den Trello-Servern abgespeichert. Es ist organisiert in Boards, Spalten und Karten. Je nachdem, wie Sie organisiert sind, können Sie die auf unterschiedlichste Art nutzen. Trello ist für Teamwork ausgelegt. Workflow in einem Team wird mit Trello optimal abgebildet. Und das Wichtigste zum Schluss, für alle mobilen Geräte, iPhone, iPad, Google Android, gibt es von Trello passende Apps. So können Sie auch unterwegs auf die Trello-Daten zugreifen, diese editieren und Daten hinzufügen. Jetzt wünsche ich Ihnen einfach noch viel Spaß beim Selberprobieren auf Trello.com.